Wurde das Wasser abgestellt? Draußen gibt es sicherlich ein Ventil, an dem ich es aufdrehen kann. Wozu möchtest du denn jetzt Wasser haben? Erklär mir das, Kind. Ordne die Teeschachteln richtig an. Verschiebe und staple sie übereinander, damit du siehst, was sich hinter ihnen versteckt. Du musst die Teeschachteln richtig anordnen, um das Minispiel zu lösen. Ach du Kacke. Sie richtig anordnen, um das Minispiel zu lösen. Okay. Könnte ich sie denn jetzt richtig anordnen? Oh, guck mal, ein Posthorn. Tada, jetzt sind sie wieder so. Ist okay. Ich habe mir gar nicht erst die Mühe gemacht. Verdammt heiß, ich möchte mir meine Finger nicht verbrennen. Warum ist der Ofen an? Mach die Tür wieder zu. Ich kann ihn nicht mehr ausstellen. Warum gibt es hier Strom, wenn hier doch gefühlt niemand wohnt? Ein Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Seriously? Okay, gehen wir mal kurz zum Posthörnchen. 200 Klicks später. Ja, ich könnte die Web benutzen, ich weiß, Entschuldigung. Oh no! Ist da was ins Wasser gefallen? Das kann doch nicht wahr sein. Ein Brief von Charles Claudius, adressiert an meinen Großvater. Genauso geschrieben wie die Briefe aus der Heilanstalt, die ich gesehen habe. Mein guter alter Freund. Du leidest unter Wahnvorstellungen. Genau wie du machen wir uns Sorgen um das Wohlergehen deiner Familie. Du weißt ganz genau, was wir dir gegeben haben. Wenn du uns weiterhin von Elisabeth und all ihren Kindern fernhältst, dann werden wir in Zukunft nicht so gütig sein. Charles Claudius. Okay. So, toll. Irgendwas ist hier ins Wasser gefallen. Doof. Musikschatullenschlüssel. Okay, wir nehmen mal die Karte. Ich würde erstmal in den Hausflur gern wieder zurück. Bevor ich jetzt in die anderen Räume gehe. Blut auf der Tischdecke. Es stimmt mich sehr traurig, den Tisch zu sehen, an dem wir immer gemeinsam saßen. So viele Erinnerungen. Der ist voller Blut, Mädchen! Hier brennt Licht, der Fernseher geht. Mein Großvater hat die meisten aufgehoben. Einige hat er selbst gemalt. Der An- und Ausstellknopf ist kaputt. Eine Fernbedienung würde mir hier weiterhelfen. Okay. Es ist verschlossen und man kann es sicherlich nicht aufbrechen. Ich brauche einen Schlüssel. Natürlich kann man es nicht aufbrechen. Man kann irgendetwas aufbrechen. Auch keinen zweiten Ausgang. Noch nicht. Okay. Ein Hebel. Es sieht so aus, als könnte hier etwas herausfallen. Was hatten die denn für ein Haus, bitteschön? Eine Angelrute. Ich brauche eine Angelschnur und einen Haken. Ich wollte aber nicht angeln gehen. Das Gewicht wurde sicherlich benutzt, um die Kacheln zu beschweren. Jetzt ist es am Boden festgeklebt. Hier ist auch irgendwas. Okay. Nehmen wir uns einen Teelöffel mit. Ein Abschöpflöffel. Das Claudius-Anwesen. Die Claudius-Familie war eine wohlhabende Familie und sie halfen uns bei dem Erbwerb unseres Hauses. Sie waren immer sehr nett und ihr Spielzimmer war einfach klasse. Heather war immer bei ihnen, bis Großvater ihr eines Tages nicht mehr erlaubte. Sehr merkwürdig. Ein Vogel würde gut in diesen Käfig passen. Ist das deine einzigste Sorge, Lady? Auch ein Vogel wird sich eigentlich ganz gut in dem Käfig machen. Seriously? Großmutters Schlüssel. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass beide meine Großeltern hier lebten.
Nach dem Tod meiner Mutter hatten sie eine Auseinandersetzung und Großvater zog in seinen Schuppen. Mein Großvater, als er noch jung war, nach seinem Tod stellte meine Großmutter das Bild in das Regal. Sie zündet die Kerze jeden Abend an. Dann machen wir das doch auch mal. Großmutter steckte immer eine frische Rose aus dem Garten in diese Vase. Wir auch dabei, für unseren Großvater. Mein Großvater starb nach einer Auseinandersetzung mit meiner Großmutter. Sie hat sich nicht verziehen, dass sie im Streit auseinanderging. Hier fehlt irgendwas. Hier ist kein Staub. Hier muss bis vor kurzem noch etwas gelegen haben. Ein Gewicht. Der Griff fehlt. Natürlich. Ich habe einen Hebel. Bringt nichts. Wenn ich meine Großmutter im Altenheim besuchte, dann sprach sie nur davon. Sie hatte einen Streit aufgrund eines Missverständnisses, aber sie konnten sich nie aussprechen, weil er in der Nacht des Streits an einem Herzinfarkt starb. Es muss ganz schrecklich sein, mit einer solchen Reue zu leben. Ich kann nicht glauben, dass wir diese sinnlose Auseinandersetzung hatten. Blöden Elefanten nicht angefasst. Wenn ich die Dinge doch irgendwie richtig stellen könnte. Ich werde eine Kerze anzünden und eine Rose neben sein Bild stellen, um ihn in Ehren zu halten. Wenn ich doch bloß noch die Briefe, die er mir geschrieben hat, finden könnte. Wow, wie traurig. Huch. Schau dir die Ritter auf der Musikschatulle genauer an. Wiederhole dann die Sequenz. Wenn du einen Fehler machst, musst du von vorne beginnen. Ach du Jemine. Blau, Rot, Grün. Blau, rot, blau, blau, rot, blau, gelb. Ach du Kacke. Blau, rot, blau, gelb. Blau, rot, blau, gelb, grün. Ach, den will ich. Blau, rot, blau, gelb, grün. Okay, und jetzt? What? Das Kreuz ist irgendwie fehl am Platz. Ich kann es nicht mitnehmen, da es an der Wand festgeschraubt ist. Ich habe einen Hebel! Ja, sehr gut. Was war, wozu war das jetzt? Die Position der Ritter kommt mir bekannt vor. Habe ich sie nicht zuvor auf einem Gemälde gesehen? Okay. Haben wir? Warum bin ich denn rausgegangen? Na gut, ich denke, hier sind wir bei E fertig. Okay, hier müssen wir was machen. Der riesen Nussknacker, alter Finne. Ich hatte immer große Angst vor diesem Nussknacker. Irgendwie stimmte er mich immer traurig. Meine Schwester liebte es, Nüsse mit ihm zu knacken. Sein Mund lässt sich nicht öffnen. Er hat genug Nüsse geknackt. Farben. Grüne Farbe. Ein ziemlich gruseliges Bild. Hat Heather dies gezeichnet? Nein, das war ich. Merkwürdig.
Es scheint, als hätte ich es an dem Tag als Mutter starb gezeichnet. Ich kann mich nicht an diesen Tag erinnern. Großmutter sagte mir, dass ich unter Schock stand. Aber Hedda sagte mir, dass es etwas anderes war. Okay. Auf jeden Fall sehr kreativ, diese beiden Kinder. Hier fehlen Batterien. Okay. Okay, wir brauchen Batterien. Gut, wir brauchen Batterien. Ich habe verstanden. Wir brauchen Batterien. Hier ist noch ein Badezimmer, aber erstmal widmen wir uns dem Schrank. Oh, schön hier. Eine Seite ist kaputt. Nein, die schöne Seite. Hier müssen wir Tic-Tac-Toe spielen, habe ich recht. Wenn ich nur ein Stück Kreide hätte. Guck mal, hier haben wir eine Seite. Damit können wir die Geige schon mal, also die Violine schon mal reparieren. Ein Stückchen Kreide. Egal. Oh, hier ist ein kopfloser Teddy. Vielleicht sollte ich die fehlenden Bilder finden. Zwei Stück? Oder kann ich hier noch eins mitnehmen? Nein. Ah, ein Schlüssel. Okay. Mutter bestand immer darauf, dass ich die Violine mit ihrem Kopf in ihrem Kopf aufbewahre. Ist ja auch richtig so. Okay, wir nehmen Nadel und Faden. Ach nee, hä? Ah, yep. Und jetzt nehmen wir es zusammen. Stopp, stopp, Herr Teddy, Ihnen geht's gleich wieder besser. Okay. Wir bekommen ein Stück Kreide. Natürlich. Und jetzt? Moment, wer spielt da mit mir? What the fuck? Ah, wir bekommen eine Leiter. Wer hat da jetzt mit mir gespielt? Wer hat jetzt mit mir da Tic-Tac-Toe gespielt? What? Das war gruselig. Ein Fisch steckt fest. Vielleicht wird es mit Feuchtigkeit herausspringen. Ich habe keine Feuchtigkeit. Der Wasserhahn für kaltes Wasser funktioniert nicht. Der für warmes lässt sich gar nicht erst bewegen. Okay. Was haben wir? Finde die Paare. Ach du Jemini. Ein Pärchen. Das sieht mir auch nach einem Pärchen aus. Die beiden passen auch ganz gut zusammen. Die machen sich auch sehr gut. Die beiden hier. Die Herrschaften. Ich denke mal, das hier wird übrig bleiben. Na gut. Das ist eine Ölkanne, oder? Ja, das ist Öl. Wie ich es mir dachte. Hier fehlt eine Muschel. Hier ist noch eine Statue. Eine Statuette nehmen wir natürlich mit. Okay, wir haben ein bisschen Öl. Irgendwie muss ich die Badewanne reparieren. Pff. Du willst jetzt nicht, dass ich noch Zement durch die Gegend schleppe, oder? Okay, wir haben jetzt die Leiter. Wir haben Öl. Wofür auch immer wir jetzt Öl bräuchten. Können auch noch. Mutter verbot uns, nach oben zu gehen. Wir wollten uns immer reinschleichen. So schnell konnte ich das jetzt gar nicht lesen. Nüsse? Ein Mosaikfragment. Mit einem spitzen Gegenstand könnte ich es sicherlich entfernen. Ich habe leider nichts Spitzes gerade bei. Noch mehr Nüsse brauche ich nicht. Okay. Vielleicht finde ich etwas Nützliches.
Ein Brecheisen. Wow. Ich frage mich, warum uns Mutter nie erlaubt hat, dieses Zimmer zu betreten. Okay, dafür brauchen wir definitiv die Emblems, weil Gewicht bringt ja glaube ich nichts. Drei Emblem fehlen. Ich bin mir ganz sicher, dass es sich um eine Katze, einen Fisch und einen Vogel handelt. Wie man nur auf solche Ideen kommt, Mrs. Schlauberger. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben einen Hebel, einen Löffel, einen Schlüssel, ein Brecheisen, eine Strickleiter und Nüsse. Wir haben ein komisches Sammelsurium an Dingern. So, schauen wir mal auf der Karte. Wir können was in der Küche machen. Aber was können wir in der Küche machen? Am Ofen können wir sicher nichts machen. Oh, warte mal, passt der Schlüssel hier rein? Nein. Schade. Aber was können wir denn in der Küche denn bitte machen?